Hallo Borg, hi, hallo Welt, da sind wir schon wieder beim nächsten Kamingespräch, jetzt im April. Wir hatten ja letztes Mal im März den Rudi Lapön hier gehabt. Jetzt haben wir uns gleich mal zwei geholt. Das ist natürlich Premiere, dass wir hier zu viert sitzen, haben wir ein bisschen umgebaut. Aber noch brennt der Kamin, für den Sommer wird es ja wieder schwierig, da müssen wir draußen sitzen. Und wen haben wir uns geholt? Diesmal den Sven und den Steffen. Beide aus dem Industriegebiet, da reden wir gleich drüber, was ihr hier eigentlich in Borkheide macht und warum wir euch geholt haben. Und natürlich nicht ganz vergessen möchte ich den Matze. Ja, ich merke das schon, der Matze, der redet hier wieder ohne Unterbrechung, da kannst du gar nicht eingreifen dazwischen. Ich versuch's mal. Und? Ja, danke Lutze, dass du auch hier bist. Schön, dass ich hier sein muss, wie immer. Genau, wir fangen einfach an. Standardfrage, Borkheide. Wie lang seid ihr schon hier? Ihr seid Borkheider. Ja, also ich für meinen Teil bin Urborkheider, hier geboren, also in Belzig geboren und ja, bin hier aufgewachsen, habe mal einen ganz kurzen Ausflug nach Borkwalde gemacht, fand es dann doch in Borkheide schöner und bin nun wieder hier. Sehr glücklich. Ja. Ja, ich wohne seit 99 hier, war vorher in Berlin, komme eigentlich ursprünglich aus Sachsen-Anhalt. Ja, und ich fand eigentlich die Nähe zu Sachsen-Anhalt ganz interessant, also vor allen Dingen die Infrastruktur fand ich sehr interessant, die Anbindung von Borkheide zur Autobahn. Mit Bahn war für uns sehr interessant. Wir hatten damals ein kleines Kind, das sollte nicht in der Stadt aufwachsen, sondern halt hier auf dem Land und deswegen sind wir eigentlich hier. Und der wohnt jetzt in der Stadt, das Kind? Noch nicht. Nein, nein, der Plan ist ja, dass das Kind auch hier wohnen bleibt. Ja, ist ein bisschen schwierig, aber... Immerhin habt ihr gewonnen, also da ich ja 2003 hergezogen bin und nutze ja noch viel später. Genau, ja. Wir wohnen schon länger hier. Mehr Lebenserfahrung. Neuborkheider sozusagen. Ach, toll. Nee, du hast den Neuborkheider ist man ja erst mit 2 Wochen oder so, oder? Dann ist man ja schon. Ja. Nächste Woche 20 Jahre übrigens. Nächste Woche 20 Jahre. Genau. Ja, kann man sich mal feiern. Ja. Schön. Doch, lohnt sich schon. Ne? Ja. Endlich mal was zum Feiern. Noch ein Grund zum Feiern. Mal wieder. So, wie wir ja morgen unser Dreijährige feiern. Ja. Hier mit der Sendung, nicht wir beide, nicht was ihr denkt. Ja, wir haben natürlich wie immer hier Zettel und vorbereitet, weshalb wir euch hierher geholt haben, was mir so aufgefallen ist, wir haben im Industriegelände gibt es so eine riesengroße neue Halle, die da wächst und ihr steht da mit dieser Halle in Verbindung. SBS sagt euch was, ja? Mit Sicherheit. SBS sagt uns viel. SBS ist eine Abkürzung für unsere Firma SAP Borkom Services GmbH. Langer Name, deswegen SBS. Ja. Griffiger, knackiger zu greifen. Und ja, die haben wir zusammen vor 2 Jahren ins Leben gerufen. Aus unserem Tun, was wir eh schon hatten und ja, wollen neue Wege beschreiten. Und B steht für Boot, dass der Lutz im Winter sein Boot da auch unterstellen kann? Ja, auf jeden Fall. Nein. Das ist jetzt witzig. Ursprünglich war der Plan, dass wir eine Halle bauen für unsere Firmen. Wir haben ja mehrere Firmen, die alle irgendwie mit Elektrotechnik und IT zu tun haben. Ja. Letztlich haben wir uns entschieden für einen Büroneubau. Das heißt, wir haben dort einen Cube, so nennen wir den, weil er rechteckig ist. Zu stehen, der im Untergeschoss, Chef und im Untergeschoss uns Platz bietet für unsere Firmen, die wir haben. Und im Obergeschoss haben wir Raum für andere. Das haben wir 2 Wohnungen dabei. Wir haben Räume dabei, die wir fremd vermieten werden. Wir haben gerade aktuell jetzt ein neues Konzept aufgestellt, dass wir das als Workspaces anbieten werden. Das heißt, wir werden gucken, ob wir mit Startups zusammenarbeiten, denen Räume bieten oder auch das ganze Equipment bieten, weil Startups können sich nicht so doll viele Investitionen leisten, gerade wenn sie neu starten, und das können sie bei uns alles bekommen. Ja. Ja, und dann haben wir vor, mit denen zusammenzuarbeiten, Dinge zu erforschen, Dinge vielleicht zu entwickeln. So, das ist unser Ziel. Wir kommen mit dem Kamingespräch, weil wir bauen hier den Kamin ab von Lutze, den Schaum von der Wand runter. Wir bringen uns euch an die Wand. Und bauen uns da ein ordentliches Studio rein, ein Fernsehstudio. Aber ich muss mal sagen, das finde ich tatsächlich sehr interessant. Das ist ja unser Silicon Valley von Borkheide nachher, wenn man das so richtig nimmt, so im Großen und Ganzen. Ja. Aber um hier nochmal ganz klarzustellen, die beiden sind beide Geschäftsführer von SBS. Borkom, genau. Also SAP Borkom Services. Genau. Und habt eure Firmen dort vereinigt und seit wann in Borkheide mit der Firma? Na, wir haben schon im Vorfeld, bevor wir die SAP Borkom hatten, schon seit 5 Jahren für einen gemeinsamen Kunden gearbeitet. Ja. Also das war die Borkom. Ja. Ja, die gibt es ja schon seit 97, würde ich sagen, 98. Ja, 2003. Genau. Und die SAP gab es schon seit 2012 ungefähr. Die Borkom macht rein IT.
Die SWP macht rein Elektrotechnik, Starkstrom. Und in der SWP Borkum Services vereinigen wir praktisch die Bereiche Starkstrom, IT, Sicherheitstechnik. Also vom kleinsten Kabel bis zum stärksten Kabel. Genau. Sozusagen. Also du warst vorher in Berlin, ne? Mit der Firma. Ist immer noch. Ach, ist sogar immer noch. Hm? Genau. Ist noch und wird auch noch bleiben. Mhm. Wir sind ja hier lebend und auch teilweise eben ansässig mit den Firmen. Und wir hätten auch nach Berlin gehen können und da hätte man uns auch gerne den roten Teppich ausgerollt. Aber wir sind so ein bisschen Lokalpatrioten und denken, ja, wir müssen so ein bisschen die Infrastruktur hier draußen im Lande etwas stärken. Ja. Und wir sind im Hightech-Unternehmen tätig, in dem Umfeld tätig und ja, das muss hier draußen oben ein bisschen was passieren. Und ja, wenn man aus Berlin rauskommt, wollt ihr euch jetzt im kleinen Ort Borkheide verkleinern? Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Wir sind auf Wachstumskurs, das haben wir die letzten Jahre schon bewiesen. Und das wollen wir hier auch natürlich weiter verfolgen. Und wir haben hier wirklich tolle Möglichkeiten, vom Platz her zumindest erstmal. Wir wollen hoffen, dass die Themen Infrastruktur, Glasfaser ausbauen und so, die hier wirklich mit Nachdruck verfolgt werden im Landkreis. Schwächeln gerade noch ein bisschen, aber wir sind da optimistisch. Sonst würden wir jetzt hier nicht investieren. Wir haben ja kürzlich den Plan gesehen, im Unternehmerstammtisch im Hotel Fliegerheim, als dort der Glasfaserausbauplaner vorgestellt wurde. Also da war das Gewerbegebiet auch deutlich mit drin. Wer jetzt schon 50 Mbit hat, sorry, keine Chance. Aber 50 Mbit reicht ja auch für uns hier locker, um ein Video hochzuladen. Kippe manchmal so ein bisschen. Die Mitarbeiteranzahl ist im Moment so. Wir bewegen uns bei ca. 43 derzeit, haben natürlich ein bisschen Bewegung immer im Unternehmen, ist klar, aber ja, wir sind hoch motiviert, wir sind immer auf der Mitarbeitersuche, wir haben eben durch den Zusammenschluss Elektrobranche, IT eine extrem breite Range, was Berufe anbetrifft und ja, jeder, der mit IP-Adressen umgehen kann, jeder, der ein Kabel verlegen kann, mit Kupferkabel, Glasfaserkabel umgehen kann, der findet bei uns seine Profession und sein Umfeld. Also unser Ziel dieses Jahr oder in den Jahren ist ja, 10 Leute pro Jahr einzustellen und die Firma wachsen zu lassen. Natürlich innen und außen. Wir suchen natürlich Projektleiter, genauso wie die IT-Systeme, Elektroniker oder Starkstrom, Elektriker, um die so zu nennen, oder Projektleiter, Büropersonal. Muss ja alles, wenn ich draußen wachse, muss ich auch drinnen wachsen. Mhm. Und deswegen die 10 sind für alles gedacht. Das ist eigentlich ganz interessant, finde ich, weil gerade so in der weiteren Zukunft, wenn der Nachwuchs hier ranwächst, ihr wollt natürlich dann höchstwahrscheinlich auch ausbilden, Leute ranziehen, die dann ins Profil passen. Wenn das Gebäude fertig ist, wie gesagt, wir haben da einen sehr großen Platz, 440 Quadratmeter mit Lager, Werkstatt, Elektronik, Platz und ein bisschen Forschung können wir da betreiben. Das heißt, Azubis sind da sehr gerne gesehen. Wir können die sehr super ausbilden an der Stelle und wir haben auch die Möglichkeiten und Ausbilder bei uns in der Firma, die das auch können. Also ich bin gelernter ostdeutscher Rundfunkmechaniker, aber ich glaube, das ist damals irgendwann 1989 ist diese Stelle ist weggefallen, aber ich habe selbst auch schon K6, K7 Kabel verlegt, auch bei mir zu Hause und bin auch schon mal IT-Systemadministrator gewesen, aber leider auch nicht zur Verfügung stehend im Moment. Das ist das Problem. Ja, wer in Borkheide wohnt, unsere Arbeitslosenquote liegt bei ungefähr 1,4%. Wer hier wohnt, dem geht es scheinbar auch gut und hat Arbeit. Wir haben ja gehört, es fahren 500, 600 Leute rein und raus in Borkheide zum Arbeiten. Also es wird wahrscheinlich dann so werden, dass wenn ihr angesiedelt seid, dass noch mehr Leute nach Borkheide reinfahren als raus. Ja, aber ich finde es aber interessant auch für den Nachwuchs. Hier kommen ja noch Jugendliche nach, die heute höchstwahrscheinlich noch gar nicht wissen, was sie machen wollen. Ja. Für die ist es doch interessant zu wissen, dass es hier Möglichkeiten gibt, die sonst nur in Berlin oder in irgendwelchen großen Hightech-Zentren zu finden sind. Dass sich auch wieder vor Ort in kleinen Gemeinden auch was gründet. Also auch dafür ein ganz großes Dankeschön, dass hier so eine Investition auch getätigt wird für den Ort, weil das Gewerbegebiet wird immer voller. Also das muss ich sagen, es sieht gar nicht mal so schlecht aus in Borkheide. Okay. Ihr arbeitet ja mit Großfirmen, haben kleine Personen, also so wie wir jetzt, so auch eine Chance hinzukommen, sagen, guck mal, meine Homepage wackelt oder mein Rechner, der will nicht mehr? Ja, die Frage hören wir natürlich oft. Also unser Fokus liegt ganz klar auf den gewerblichen Kunden. Größere Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, deutschlandweit, in auch größeren Projekten. Aber ja gut, wenn der Nachbar
Frau Müller-Meyer, Schulze mal vorbeikommen, ich habe hier ein Problem. Mhm. Wir haben natürlich auf der Türschwelle nicht sagen, na, helf mal nicht, sondern dann gucken wir, haben wir Ressourcen dafür, können wir vielleicht helfen. Ja. Aber der Fokus liegt bei uns ganz klar auf dem gewerblichen Bereich und die Auslastung derzeit ist auch wirklich sehr, sehr gut. Ja, ist, glaube ich, auch verständlich, weil manche Probleme, die im häuslichen Bereich sind, sind häufig hausgemacht, unter anderem. Meist. Ja, und man kann sich da auch verzetteln, oder? So viele Leute kann man gar nicht da setzen. Nein, nein. Deswegen haben wir auch Kooperationen mit vielen anderen Firmen. Wir haben ja auch Kooperationen mit Firmen hier in Bockheide. Ja. Das heißt, wir sind nicht Konkurrenten, sondern sind Partner, so sehen wir uns gerne. Und wenn wir Anfragen bekommen, die wir selber nicht erfüllen können, dann würden wir die auch weiterreichen an die Partner. Ja. Ob die das denn können, ist noch die Frage, aber zumindest sehen wir uns hier als Partner und nicht als Konkurrenten. Ja, wir haben ein starkes Netzwerk hinter uns, haben natürlich viele, viele Kontakte, dadurch, dass wir eben Jahre am Markt sind. Und ja, in heutigen Zeiten ist Konkurrenzdenken gar nicht mehr da, sondern wir sehen zu, dass wir die Arbeit bewältigen. Der Markt ist groß. Der Markt ist groß und die Aufgaben, die da sind. Und ich kann euch bestätigen, ihr habt auch sehr engagierte Mitarbeiter. Als ich letztens in einem, ich nenne jetzt den Namen nicht, in einem Einkaufsmarkt in Bockheide war, waren Kollegen von euch vor mir an der Kasse und die konnten auch nach Feierabend nicht davon ablassen, über IP- und MAC-Adressen zu reden. Wo ich dann dahinter stand, ja. Ja, wenn das nach Feierabend auch noch Thema ist, dann habt ihr wirklich gute Leute, wie es aussieht. Ja, es ist kein Job, das ist wirklich eine Aufgabe und die wird gelebt und geliebt und ja, das sind genau die Mitarbeiter, die wir uns auch wünschen, die sich mit uns identifizieren, mit der Firma identifizieren und ja, ihre Arbeit gerne machen. Mhm. Wer seine Arbeit gerne macht, der macht die auch gut. Ja. Und das ist ein Produkt, eine Dienstleistung, die kann ich gerne am Markt präsentieren. Mhm. Ihr habt ja nun davon schon gesprochen, wie ihr eure Zukunftspläne seht hier für Bockheide, natürlich auch für den Ausbau des Gebäudes hier, was ihr hier auch sehen könnt hier, ja, das war hier mit einblenden. Braucht ja noch ein bisschen, bis es fertig ist, aber da kommen wir nachher nochmal dazu. Was für Ausbildungsprofile oder so schweben euch denn davor, so für Jugendliche zum Beispiel? Habt ihr da schon eine Idee? Wir sind ja die Parts Starkstromtechnik und, sagen wir, Schwachstromtechnik, IT-Systemhaus, was der Sven macht. Wir haben also viele Bereiche. Wenn ich hier von meinem Bereich spreche, dann ist das der frühere Elektriker. Jetzt heißt er ja Elektroniker für Gebäudesystemtechnik zum Beispiel. Ja. Das wäre dann ein Berufszweig. Bei dir wäre das IT. Wie heißt Systemelektroniker, Fachinformatiker in der kompletten Bandbreite, Systemkaufmann. Kommunikationselektroniker hieß es früher, jetzt heißt es wahrscheinlich wieder ein bisschen anders. Das heißt, das wären aber nicht nur Ausbildungsprofile, sondern das sind auch Leute, die ihr sucht. Genau. Und was sucht ihr sonst noch außer das? Ich meine, ihr habt ja gesagt, ihr habt 5 Firmenbereiche zusammengeschlossen, die so was eigentlich alles genau umfassen. Könnt ihr das ein bisschen betiteln? Also ihr habt einmal IT, dann habt ihr Kabelbau, hatte ich mitgekriegt. Ne? Elektro. Sven hat ein IT-Systemhaus oder bietet das IT-Systemhaus innerhalb der SWB Borkam an. Ja. Ja, und da macht ihr Serverwartung. Genau, Server-Client-Netzwerke. Wir haben Sicherheitslösungen, Firewall-Lösungen und DSGVO ein Riesenthema gewesen. Beschäftigen uns seit 2 Jahren mit intensivst. Die Leute rennen uns da die Bude ein sozusagen. Ja. Solche Lösungen haben wir. First-Level-Support, wenn der Kunde in Form Rechner sitzt und weiß nicht weiter. Das haben wir auch schon mal gemacht. Mit einer Hotline. Dann haben wir Brandmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen auch, Videosysteme, Videoüberwachungssysteme, Zutrittskontrolle. Also alles, was mit Sicherheitstechnik zu tun hat, das machen wir. Ja. Dann haben wir ein eigenes Planungsbüro drin, die sich mit Elektro- und Lichtplanung praktisch beschäftigen. Mhm. In-house genauso wie für externe Kunden. Wir nutzen die auch selber. Und natürlich alles, was Starkstrom ist. Ja, ob das jetzt Wohnungsbau ist, wir machen in Berlin ca. 1000 Wohnungen pro Jahr, die wir im Neubau installieren. Und wir haben mit der SBS den Gewerbebau, wo wir deutschlandweit große Kunden bedienen und dort die Netze praktisch erstellen, warten, reparieren. Mhm. So, das ist unser Fokus. Das ist schon ziemlich umfangreich. Verliert ihr da manchmal einen Überblick? Eigentlich nicht. Nee. Wir haben gute Mitarbeiter. Das war jetzt eine Fangfrage. Das hätte sein können. Aber ich meine, wenn ich mir das vorstelle, man kann eigentlich gar nicht überall bewandert sein jetzt, wenn man sich so... Dafür braucht es auch dieses Fachpersonal. Ja. Genau. Mitdenken. Genau. Das ist ganz wichtig. Was wir suchen. Ja. Ja, das unsere Firmen werden wie von unseren Mitarbeitern getragen. Mhm. Das ist wichtig. Da ist eben das Thema IP und MAC-Adressen, ne? Dass sie das wirklich leben und lieben. Und nur mit diesen Mitarbeitern ist was möglich.
klar. Früher, als wir noch kleiner waren, haben wir natürlich, da war die Information oder das Wissen war in einer Person, also in uns meistens verankert. Und jetzt, wo wir wachsen und wachsen, können wir das nicht mehr. Wir müssen, brauchen gute Mitarbeiter, wo wir das verteilen können, dieses Wissen. Ja. Meistens auf zwei, mindestens auf zwei Mitarbeiter verteilen wir das und die schicken wir zur Schulung, je nachdem, welchen Fokus diese Mitarbeiter wiederum haben, was die gerne machen würden. Das können die sich praktisch ein bisschen selber aussuchen. Ja, und dann werden die, testen wir die, ob die Bereiche passen für die Mitarbeiter. Und dann können die da schulen und können Projekte leiten oder sind für sich praktisch selbstständig. Ist ja ziemlich zukunftsträchtig, auch weil ich gerade so noch so aufgeschnappt habe, Serverarbeit oder so dergleichen mehr. Denn selbst bei uns im Verein wird darüber nachgedacht, eigene Server sich hinzustellen, weil man auf Grund der Datenschutzverordnungen weg will von diesen ganzen Online-Servern hier, wo die Daten drauf liegen, also gibt es da so Google Drive und... Das möchte ich jetzt ein Thema aufmachen, das dauert jetzt hier etwas länger. Ja, an, fällt mir aber so auf, ja. Kann ich gut gleich aufschlagen. Nein, ist... überhaupt, auch ja, da aber eins so, deswegen... Natürlich, ja, natürlich. Wir, derzeit sind wir in einer hybriden Welt unterwegs, wir haben also Server vor Ort, wir haben Server in der Cloud. Mhm. Es gibt natürlich DSGVO-konforme Cloud-Lösungen, die können wir dann gerne im Einzelnen erörtern, aber da gibt es für jeden die passende Lösung. Wichtig ist hier im ländlichen Bereich derzeit immer noch aufgrund der schlanken Bandbreite die Thematik Server vor Ort, aber in gut versorgten Gebieten haben wir immer mehr den Wunsch nach Cloud-Diensten und Cloud-Services und ist der Zukunftstrend, wird es auch sein. Mhm. Wer stellt sich schon einen großen Server im Keller? Du. Also ich, aus Liebe zum Server. Nein, das sind auch nur kleine Festplatten. Wer noch mehr genau wissen möchte über das ganze Thema, würde ich mal sagen, ist Eröffnung des ganzen Objektes ist im November, habe ich so mitgekriegt. Ja. Wo man sich auch mal direkt live vor Ort unterhalten kann und auch mal die Räumlichkeiten besichtigen kann. Das erste Haus ist praktisch dann fertig, zumindest sagt das der Plan. Wir haben einen sehr viel großen Bereich dazu zur Verfügung. Das heißt, wir könnten auch mehrere Gebäude bauen, wenn der Anspruch oder die Anforderung da wäre. Das müssen wir aber erstmal checken, ob das wirklich so ist und so kommt. Würde uns freuen, da so ein bisschen was aufzubauen und in Burgheide ja so einen kleinen, wie du schon sagtest, so Technikpark. Genau. Dass ich, ja. Einen kleinen Technologiepark. Ja, ich finde das total doch toll, ja, weil die Entwicklung eh dahin geht, denke ich mal, wenn es denn tatsächlich geschafft wird, dass man hier die sogenannte digitale Revolution im ländlichen Raum durchführen kann. Natürlich hängt es wie immer am Netz. Ja. Das ist tatsächlich so. Ich meine, ich habe hier eine 50.000er Leitung, schimpft hier trotzdem manchmal rum, weil da irgendwo ein Knoten ist oder irgendjemand draufsteht. Ich habe keine Ahnung, was das ist hier. Aber wir werden rechtzeitig berichten, wenn die Eröffnung naht. Da kann ja immer mal durch Wetter irgendwas passieren, dass sich was verschiebt. Aber das werdet ihr auch bei uns hier hören, wenn es dort an den Start geht und quasi der Eröffnungstag naht. Genau. Und wer da jetzt Interesse hat und sich doch schon mal bewerben will, weil er ja eigentlich in das Angebotsprofil oder in das Suchprofil von euch da reinpasst, der kann natürlich jetzt schon hingehen. Ihr sitzt genau wo? Derzeit, Im Moment sitzen wir bei der GEI in der Friedrich-Engel-Straße 155, da haben wir ein Büro, unter anderem. Ansonsten unser Betriebssitz am Finkenhain 35, der ist natürlich da und die Kollegen sind vor Ort, sind ansprechbar. Und wir würden uns freuen, wenn wir dem Trend entgegentreten können, dass hier irgendwie über 500 Leute täglich aus Burgheide rausfahren zum Arbeiten. Das ist viel ruhiger hier auf der Straße, wenn ich morgens noch um 10 im Bett liege. Natürlich nicht. Weil hier klappen ja schon morgens um 6 die Blitzertüren, da wird man dann schon wach. Alles gut. Na, wir haben auch Stellenanzeigen praktisch an diesen stillen Portiers oder wie heißen die hier, die Bretter, die schwarzen Bretter. Ja, die, ach hier, ja. Die braunen Bretter. Das ist so ein bisschen problematisch, da gucke ich nicht drauf. Ja, aber da sind zum Beispiel Stellenanzeigen zu finden von uns und dann kann man da hingehen und dann hat man noch alle Kontakte, die man so braucht. Ich könnte mal vorschlagen, dass wir für unsere Montagssendung auch mal so das ein oder andere Blatt reinreichen mit aktuellen Stellenanzeigen. Werden wir hier mit propagieren. Also wer keine Lust mehr hat zu fahren und sich hier bei auf der A10 im Stau anzustellen oder so, der wendet sich einfach an Steffen und an Sven. Die haben noch freie Plätze
Und so wie man das hier so mitgekriegt hat, ist das jetzt eh der Zukunftsmarkt. Und seid ihr schon jetzt ordentlich mit dem Industriegelände vernetzt? Da sind ja genug Firmen drin, die euch eventuell auch gebrauchen könnten. Ja, wir lernen uns langsam kennen. Also das kann nur besser werden. Also das, der Anfang ist gemacht, sagen wir es mal so. Wir sind ja noch nicht so. Ihr seid noch nicht so lange da. Im November haben wir erst das Übergangsbüro gegründet hier in Burkhalde. Ansonsten ist ja unsere Filiale eigentlich in Berlin-Tempelhof, wo wir eigentlich tätig sind und wo die Mitarbeiter arbeiten. Die pendeln jetzt immer so ein bisschen hin und her bis November und dann sollen die eigentlich jetzt hier festsitzen. Genau. Die Einweihungsparty wird es verbinden, das ganze Gewerbegebiet. Vielleicht machen wir einen Tag der offenen Tür, je nachdem, ob das gewünscht ist oder nicht. Wir mal gucken. Das finde ich auch. Das hast du jetzt schon ausgesprochen. Das war es jetzt schon. Das ist schon mal amtlich, dass ein Tag der offenen Tür stattfinden wird. Wir haben natürlich immer offene Türen. Ne? Ihr schaut die nie. Ja, ich finde schon interessant. Möchtest du noch weitere Vorschläge machen, was die beiden noch machen? Du meinst, wir legen jetzt fest, was die beiden machen. Wir legen das jetzt mal fest, was da noch kommt. Ja, ich finde es schon cool, so, was da so überhaupt geplant ist. Wir werden sehen, was da draus wird. Okay, haben wir noch Fragen? Habt ihr noch was? Was wollt ihr noch den Leuten mitteilen über eure Firma? Wir haben zum Beispiel auch vor, so öffentliche Ladestationen zu bieten. Wir haben ja ein großes Gebäude, wir haben eine Photovoltaikanlage dabei. Das heißt, wir wollen so ein bisschen autark das Gebäude auch hinstellen, zukunftsträchtig. Dass es sich ein bisschen selber versorgt und auch fremden Leuten anbieten, dort ihr Auto laden zu können. Natürlich haben wir für unsere eigenen Autos auch Ladestationen vorgesehen, die können wir aber selber bedienen und wollen also eine öffentliche Ladestation noch hinstellen vor unserem Gebäude auf dem öffentlichen Straßenland. Ja. Wissen bloß noch nicht, ob das gebraucht wird oder nicht. Da sind wir noch ein bisschen im Zweifel, weil die Zeit, die man lädt, dann brauchen die Leute irgendwie eine Abwechslung. Was machen die in der Zeit? Wenn man das Waldbad jetzt nimmt, wenn eine Ladestation in der Mitte stehen würde von Burkhalde, dann könnte man einkaufen gehen oder ins Waldbad gehen oder sich irgendwas angucken. Jetzt sind wir mit unserer Ladestation im Gewerbegebiet. Das heißt, man muss gucken, inwieweit die Infrastruktur dann noch ein bisschen wächst, sodass man auch die Zeit überbrücken könnte. Ich denke mal, wenn man vor Ort ist, kommt man auch mit der Gemeinde ins Gespräch und findet hier vermutlich noch Möglichkeiten. Fliegerheim hat ja auch schon eine Ladesäule. Ja, das ist die erste in Burkhalde, Und genau, eins im Moment. Fahrt ihr denn schon Elektroautos? Noch nicht, aber der Plan ist natürlich, das demnächst umzusetzen. Mhm. Bei uns hängt es noch ein bisschen an der Fahrarbeit. Also wie weit komme ich mit so einem Auto gerade richtig, Winter? Genau. Da wir ja Deutschland das auch mal ein großes Problem an eigentlich. Ja, haben wir dann noch ein bisschen das Batterieproblem der Fahrzeuge. Weil tatsächlich ist es ja so, wenn man die Ladestation, wenn man sich da aufhängt, ist es ja so, selbst wenn ich jetzt irgendwo nach Berlin fahre, muss ich ja erstmal eine Ladestation finden, wo ich das Ding anhängen kann. Ja? Weil die gibt es nicht an jeder Straßenecke so weit. Und die muss dann auch noch frei werden zusätzlich, sonst stehst du da nur noch rum. Ja? Also insofern finde ich es gar nicht so verkehrt. Ich glaube, dass im Moment ist es tatsächlich hier noch nicht so verbreitet, weil im ländlichen Raum halt ein paar Kilometer mehr gefahren werden als in der Stadt. Aber wenn sie es schaffen sollten, mal 600 Kilometer den Autos auf die Uhr zu packen mit einer Batterieladung, dann wird es natürlich interessant. Ne? Ja, dann wird die Akzeptanz weitaus höher und Elektroautos auch nicht gerade billig. Muss man auch sehen. Ne? Da muss noch ein bisschen was getan werden. Darauf mal vielleicht. Das heißt, nochmal anzuhängen, ihr wollt da richtig Solar aufs Dach kloppen bei dem Gebäude und dann. Wir haben also eine Wärmepumpe, die praktisch nur Strom verbraucht, um das Gebäude zu beheizen mit Wasser. Und diesen Strom, den produzieren wir auf dem Dach mit unserer Photovoltaikanlage, den speichern wir auch zwischen. Und später mit unseren Elektroautos, die dann zukunftsweisend irgendwann kommen werden, können wir den Strom auch da verbrauchen oder auch speichern. Das hört sich schon so richtig ein bisschen futuristisch an hier, so richtig hochmodern futuristisch. Mit einer Managementlösung, wo man die ganze Geschichte auch steuern und sehen kann. Es hört sich durchdacht an, sagen wir es mal so. Es ist durchdacht. Ja, das ist richtig. Also Burkhalde, Silicon Valley und mit eigenen Stromanschluss, mit E-Autos und ich sehe das schon wieder so, diese damaligen gemalten Bilder, die wir irgendwo hatten, die ja noch lange nicht Wirklichkeit sind in Deutschland. Mal sehen, was das wird. Ist ja hochinteressant. Mal sehen, wie die Entwicklung hier weitergeht. Und natürlich wünschen wir euch gerade für euer Vorhaben richtig viel Erfolg. Toi, 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 dreimal vollgekloppt, dass es auch funktioniert und dass ihr euch das nicht bereut, hier in Burkhalde euch angesiedelt zu haben und Berlin in Anführungsstrichen den Korb gegeben habt, auch wenn ihr dort noch einen Standort habt, aber der Hauptstandort ist ja dann doch Burkhalde. Der ist hier und in Berlin ist praktisch der Fuß in der Tür. Schön. Das war's. Genau. Wir sind erstmal durch. Wir finden das total hochinteressant. Also wie gesagt, wer Fragen hat an die beiden, die haben immer ein offenes Ohr für euch. Und wer meint, der müsse da jetzt schon arbeiten, damit er nicht später betteln muss, daran teilnehmen zu dürfen, der
kann sich jetzt auch schon mal bei euch melden. Das ist sehr schlau, ja. Und da der Lutze ja immer hier das Video zusammenschneiden muss, der hat immer wieder 2 Tage zu tun. Hier, da, jetzt, da kommt die Kontakt, die Webseite, guck mal da. Und auch die Telefonnummer blendet er noch ein, Kontaktadresse. Da ist der Lutz, der kann das, der macht das. Ich hätte jetzt fast, wenn er sonst nichts kann, aber das kann er. Nein, er macht das schon. Alles schön hin, alles gut. Jo. Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank an Steffen. Euch. Vielen Dank an Sven. Danke, Lutze. Danke, Matze. Gerne. Vielen Dank. Das war's für das Kamingespräch in Borgheide. Das ist das 10. übrigens gewesen. Das 10. was wir gemacht haben. Premiere. Ja. Nicht Premiere, sondern Grund zum Feiern. Grund zum Feiern. Ja. Ja, gleich. Ja, gleich. Und tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. So. Kommunikation ist Austausch und Übertragung von Informationen. Das A und O eines jeden Unternehmens und mittlerweile das zentrale Nervensystem in unserer Geschäftswelt. Für Ihre Gewerbeimmobilie planen und realisieren wir die komplette Infrastruktur. Angefangen von der Stromversorgung über die sichere und reibungslose Übertragung und Verarbeitung Ihrer gesamten elektronischen Daten bis hin zu ganzheitlichen Lösungen im Bereich der Gebäudesicherheit. Unsere Mitarbeiter planen mit Ihnen zusammen vorausschauend die Verteilung Ihres Stroms und sorgen somit für die Benutzerfreundlichkeit der späteren Versorgung. Da jeder gerne das gute Gefühl hat, den eigenen Besitz in Sicherheit zu wissen, haben wir uns auch darauf spezialisiert, Ihr Objekt fachgerecht abzusichern. Dabei installieren wir nicht nur Brandmeldetechnik, sondern verwirklichen intelligente Videoüberwachungssysteme inklusive leistungsfähiger Videoanalysen. Oftmals ist eine professionelle Zugangskontrolle in vielen Bereichen ein Muss. Dank Magnetkarte und berührungslosem Laser können Sie sicher sein, dass nur noch Zutritt hat, wer auch berechtigt ist. Geben Sie Ihre Elektro- und Sicherheitsanlagen sowie den IT-Service in unsere Hände. Sie profitieren von einer professionellen Planung, der sorgfältigen Ausführung, der technischen Wartung und einer persönlichen Betreuung. Wir sind ein zuverlässiges und hochmotiviertes Team, auf das Sie sich verlassen können. Eine fehlerfreie Kommunikation ist einer der entscheidendsten Erfolgsfaktoren für ein Unternehmen. Wir befassen uns mit Ihrem individuellen Geschäftsalltag und finden so eine maßgeschneiderte und kostenoptimierende Lösung, damit Sie am Ende mit fast jedem Kontakt aufnehmen können. Jederzeit an Ihrer Seite. SBS, Ihre Elektro-, IT- und Sicherheitstechnik.